9 Giganten hat er. Klingt aber eigentlich machbar, oder? Ja gut, 726 Bogenschützen. Ich glaube, ich würde ihn sogar schaffen. Wenn er jetzt nicht gerade die Mega-Magie drauf hat, glaube ich, würde ihn sogar schaffen. So, dann da das Schiff. Dann bitte Mampf uns nicht, großer Fisch. Mobi, sei freundlich. Danke, so, zack. Zack, zack. Muss ich da, gibt es da noch mehr? Questlog updated. Na, anscheinend das waren alle, okay. Bringt uns jetzt 3600 Erfahrungspunkte. Das ist eigentlich ziemlich cool. So, was gibt's denn da eigentlich, wenn ich da rausgehe? Gibt's da irgendwas Tolles? Irgendwas zum Graben? Na, anscheinend nicht. Da oben gibt's noch ein Schloss, da kriegen wir die aber nur hin, wenn ihr den Overwhelming, oder wie heißt das? Wenn ihr den Overpowering-Gegner da schaffen würde und ja, den schaffe ich. Also ich würde ihn zwar, glaube ich, schon schaffen, aber da würde ich jetzt wieder einiges verlieren und ich habe gerade vor kurzem wieder maximale Truppen nachgekauft. Das will ich mir jetzt momentan wieder sparen. So, was gibt's? Ah, Moment, ich muss speichern. Das Spiel nämlich irgendwann mal abgestürzt. Letztes Mal und nicht, dass das wieder passiert. Okay, wir gehen unten entlang. Er ist eh nur oben. Gut, dann gehen wir jetzt zur Taverne zurück. Hätte gesagt, holen uns da wieder die 3600 Erfahrungspunkte. Vielleicht kriegt man wieder irgendeinen geilen Zauberspruch einfach zu spüren. Geysir klingt echt verdammt gut. Der gefällt mir. Schade eben, dass es gerade ein Chaos-Spell ist. Das wäre natürlich noch geiler. Aber scheint irgendwie die verstärkte Version von Trap einfach zu sein. Da bin ich falsch, oder? Ne, ich glaube, da komme ich nicht rüber. Nö. Ich muss beim Königreich raufgehen. Ja, dann beim Upper Hadar. Nur das Wasser reinfließen da in die heiße Quelle oder was auch immer Brook heißt. Ich weiß es ja noch immer nicht. Ich schaue sowas eigentlich nie nach. Wenn es mir jemand in den Kommentaren schreibt, das lese ich immer gern. Da sind mir ein paar Sachen im Echo. Oha. Da habe ich gerade irgendwas gesehen. Not visited. Irgend so ein Brunnen. Ist es ein Mana-Auffüllbrunnen gewesen? Fountain of Gladness, na. Okay. Ja. Aha, da habe ich jetzt, eine Mind-Rune erhalten. Okay. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich habe eine Mind-Rune reingeworfen. Ab und zu wirft mir was rein und erhaltet was. Und da hat es einfach eine Mind-Rune so erhalten. Na gut. Feine Sache. Ja, also wie gesagt, wenn jemand in den Kommentaren eben so schreibt, also sieht das Wort, heißt das oder... Das hast du komplett vom Sinn her falsch verstanden und so. Nachher schaue ich mir das gerne an. Aber irgendwie selber da auf dick.cc zu gehen und nachzuschauen. Immer für so kleine Begriffe ist mir zu mühsam. So, if you talk to Dallas jetzt. Na, Moment. Da, wir gehen jetzt darüber. Bringen ihm jetzt da so eine tolle Gerste. Moment, kann ich die vielleicht noch benutzen? Um irgendwas zu machen? Na, kann ich nicht. So, yes, I filled your back to the top. Großartig, ich hätte nicht erwartet, dass du es schaffst mit all diesen Dämonen. Ja gut, die Dämonen haben wir schon vorher beseitigt, war es nicht immer so problematisch. Ja, es ist zu gefährlich dort unten, sonst wäre er selbst dorthin gegangen. Now Nirod won't have any more problems with his visitors. Bring him this barrel of wonderful beer. Okay, wir bringen ihm jetzt ein Fass voll wundersames Bier. Also... Tolles Zwergenbier. Ja, ich habe das Problem entdeckt und ich bringe hier ein Fass mit exzellentem Bier. Ein ganzes Fass voll Bier. Was für großartige Neuigkeiten. Bier, freies Bier oder gratis Bier für alle. Alle Getränke gehen aufs Haus. Na großartig, jetzt versaufen sie gleich das Bier gratis, das wir so wertvoll erbeutet und erkämpft haben. Die dann es einfach nicht wertschätzen. So, dann haben wir da jetzt eigentlich alles erledigt und wir sehen uns dann jetzt kurz bei der heißen Quelle wieder. Bis gleich. Und da sind wir. Dann können wir sogar mal das U-Boot dann benutzen einfach. Um zurückzukommen. Yes, yes, hier ist das Elfenwasser. Oh, ich danke dir. So gut. Nimm die Belohnung. Okay, geil. Von jeder Rune 2 Stück und 2600 Erfahrungspunkte. Yummy, 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 yum. Und da wachsen jetzt Blumen und das Wasser oder das Eis schwindet.
Ah, so schön. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich eher nicht mehr viele Nebenaufgaben vor uns. So, dann reisen wir da mal mit ihm. Ja. I need to go to the Islands of Freedom. Na, ich muss nach Darien gehen. Set the sail. Okay, das gräbt sich einfach runter. Graben, genau. Ein Unterseeboot grabt sich ja durchs Wasser. Jeder kennt das. Und, wo kommen wir da raus? Aha, und er haut dann gleich wieder ab. Er setzt uns einfach ab und lässt uns dann zurück. So, da drüben gibt es anscheinend Enemy Weak Troops. Das wäre ganz cool. Denn die ganzen Gratiskämpfe sind grenzgenial für unseren Ring. Dann fehlen uns nur noch 12 Siege. Den hole ich mal ganz, ganz schnell und dann sehen wir uns bei den Elfen. Verdammt, ich habe davor bei 1, 2, 3 Schnitt, habe ich vergessen, 3, glaube ich, zu sagen. Kann das sein? Naja, dann machen wir es anders. Dann macht's mal. Wenn es ihr Kartoffel sagt, dann sind wir bei den Elfen. Also. Kartoffel! Na, wer hat's gesagt? Wer war so nett? Wer ist ein guter Abonnent? Wer ist ein braver Abonnent? So, da gibt es natürlich wieder die slightly stronger Gegner. Und was ich auch gesehen habe beim Herumgehen offscreen. Finden wieder. Training Dummy haben wir den schon benutzt. Nein, dann nicht. Okay, plus 1 Tiefe. Sehr schön. Das habe ich nicht gesehen beim Offscreen. Es gibt immer so viel versteckte Sachen. Man reitet wirklich an der Hälfte vorbei. Da zum Beispiel Magic Crystals sehe ich da schon. Waren wir da schon einmal? Was gibt's da? Ah, ein Magier. Gibt es da Zaubersprüche? Na, das haben wir alle schon. Was ist das? A slick band covered with the irgendwas. Okay, 8 zu Rage. Wäre vielleicht ganz interessant. Da könnte man, glaube ich, Ding benutzen. Moment. Regalis. Was haben wir da momentan als Regalis? Das da mit 100 zu Leadership. Ändert das was, wenn ich das abziehe? Ja, nachher habe ich an Bären zu viel oder so. Geht jetzt mal davon aus. Moment, das ist ein Bär. 150, ja, das wäre ein Bär, den ich da verliere. Das wäre so eigentlich nicht viel. Dafür aber dann mehr Rage Points zur Verfügung. Ja, ich würde mal sagen, das nehmen wir. Also, wir kaufen das einmal. Ja, dann. Genau, so. Solche Potions habe ich noch gekauft. 2 Potions of Fury hat es nur in Alania zum Kaufen gegeben. Wo ist das denn jetzt? Hallo? Da ist es, okay. Ah, wir haben ein Bierfass gekriegt. Ah, das kann ich also auch wieder anziehen. Na gut, aber das bringt 1 zur Moral von verbündeten Zwergen. Das ist eigentlich... Was? Plus 30% Chance of Critical Deck to all Archers. Aha, mit dem Teleskop of Sight. Okay, also wenn man da irgendwie so Set-Gegenstandsmäßig... Na gut, na, klingt aber trotzdem jetzt nicht sonderlich interessant. So, da tun wir einfach Dismiss. Und zwar einen, oder? Passt, genau. Nachher passt das da auch wieder. Gibt es da sonst irgendwas Tolles? Ja, ob er irgendwie Hilfe braucht? Ja, Nebenquest ist eigentlich immer gut. Du willst mir helfen, das ist wundervoll. Gerade kürzlich war der Regen in Evelin im Tal der 1000 Flüsse ein Fluch. Beschworen bei einem Necromancer. Ich bin alt und kann nicht mehr weit gehen, aber Egnum muss gefüttert werden. Er ist hungrig. Willst du ihn füttern? I will, but first tell me what Elvins are and who is Egnum. Ist Egnum nicht das komische schwarze Einhorn gewesen? Keine Ahnung. Okay. The Evelyns are pure clots of death. Ah, das sind die schwarzen Mini-Todesdinger, die wir immer aufgelöst haben. Okay, das ist das. Also das sind kleine Klötze von Todesmagies. Klot der Klotz? Keine Ahnung. Any living creature loses its vital energy when torching an Evelyn. Touching an Evelyn. Okay, also jede lebende Kreatur verliert ein lebenswichtige Energie, wenn sie so ein Evelyn da berührt. Gut, wir haben schon ziemlich viele berührt. The Egnums are our cleanest. They can absorb negative emotions and evil magic. Some people even think that everything eaten by them goes to the land of death. But nobody has managed to prove it. Aha, sie vermuten also, dass diese Evelyns irgendwie
alles aufsaugen, Emotionen und sogar der Weg zum Land der Toten sein könnten, vermuten einige. Also, dass zum Land der Toten geht, was sie da alles essen. Aber niemand kann es beweisen. Okay, wir werden nach diesen Evelyns suchen. Da haben wir jetzt aber eh schon ein paar zerstört, oder? Na, wo steht's denn? Feed Egnom and watch over him. After he has eaten his fill, you can return him to the mage. Aha, was auch immer. Na gut, dann weiß jetzt nicht genau, was man da tun muss bei den Quests. Aber wir werden schon irgendwie dahinter kommen. So, jetzt will ich auch aber das zeigen, was ich eigentlich schon von Anfang an zeigen wollte, bevor ich es noch vergiss. Visited. Slightly stronger. Ja gut, die könnte man schon umhauen. Ach, hauen wir sie um. Das sind eh noch lästig. Das schaffen wir schon. Ich zeige euch den coolen Geysir-Zauber, wenn es eine gewastete Runde sein wird. Aber schaut euch das Geile an. Ich habe auch herausgefunden, was 4 Geysire bedeutet. Vier Geysire, genau, bedeutet 4 Einheiten werden aufgehoben. Aber das macht echt megamäßig Schaden. Moment, das ist 4 mal 600 irgendwas. Und das geht ja immer nur auf 3, gell? Und ja. Ja gut, macht halt dafür auch megamäßig Schaden an 3. Also Geysir auf Level 2, das will ich echt nur rausholen. Das ist, glaube ich, verdammt geil. So, die sind aber so gegen Feuer empfindlich. Also haben wir da mal einen Feuerzauber rein. Und dann nur Rage Training, mach mal Rage Training. Ja, machen wir das auch nur so. Ah, da wäre jetzt gleich wieder ein paar Kanonieren zu verlieren in den Kampf. Sehr, sehr schade, aber unvermeidbar. So. Dann geht's Esther nur so vor und stampft. Da geht vielleicht noch ein paar Tornenkrieger drauf. Und die sind jetzt da eingesperrt. Das habe ich sehr intelligent gemacht. Na, dann warten wir da ab. So. Ja, wenn die da nur die komischen Unterpflanzen da beschwören, das ist eigentlich mein Lieblingsmove von denen, weil der bringt denen irgendwie am wenigsten, kriegt mir persönlich immer vor. Da verschwenden sie eine Runde mit Beschwörungen, die was nachher sowieso durch einen Zauberspruch einfach sterben. So, kann Wespenschwarm benutzen, genau. Und dann kann ich da jetzt irgendwas töten. Na, die bringen eigentlich nicht mehr viel, die sind echt mittlerweile schon schwach. Die sind echt mittlerweile schon fast useless, muss man sagen. Na gut, die habe ich da leider wirklich sehr dämlich eingesperrt. So, dann Underground Blades. Okay, die da jetzt auf jeden Fall blind machen, dass die nichts machen. In der Runde nicht, dass die mir da irgendwas verletzen. Also blind. Und dann ein Feuerball. Das ist die Frage, könnte da auf jemanden eine Kanone hauen? Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber wir machen es so, egal. Ja, jetzt dann einfach da hinten attackieren. Die Ents da, wenn die irgendwas machen überhaupt in der Runde, ich habe keine Ahnung. Da einen Weg freimachen für die Polarbären. Die machen wieder nur Beschwörung. Running! Gut, die müssten eigentlich jetzt schon am Zug gewesen sein. Ich kann eh nur raten. Also dürfte die jetzt attackieren können. Oh, das war dumm. Oh, das war sehr dumm. Boah. Die hauen ganz schön rein, den. Hätte jetzt nicht gedacht. Gut, da den End töten. Dann ist der mal von der Bildschirmfläche. Die machen die echter sitzen. Die Ents da momentan, die sind jetzt irgendwie nur mehr Ballast. Die bringen fast gar nichts mehr. So, da die Kanone drauf und dann da die Fische reinjagen. So, so. Ja, so ist gut. Schauen wir, dass wir jetzt die mittlere Pflanze da zerstören. Die Kanonenkugel dürfte dann eigentlich den End zerstören. Und ja, gute 500 Elfen oder Dryaden oder Feen oder was es da immer sind, nur mitnehmen. Und es geht sich nicht aus, das ist schlecht. Bitte? Na, jetzt weicht sie aus. Und tötet fast einen Giganten. Was geht mit ihr ab? So, stampf mal. Das gibt's ja nicht da. Und jetzt hat. Bumm! So, der Kampf wird geladen. Da ist er zu unglücklich verlaufen. Also, wir sehen uns, wenn ich den Kampf habe. Behindert. Die Kanonenkugel bei meinen Polarbären. No need.
Warum denn nicht gleich so, ha? Boah, also da, wenn ich mich wirklich megamäßig konzentriere und ganz geschickt vorgehe, nachher kann ich sogar solche Kämpfe ohne Verluste machen. Und wenn sich die Gegner natürlich auch ein bisschen blind, dämlich anstellen. Mit Blind und was weiß ich was allen jetzt gearbeitet da, das habe ich echt jetzt nicht schlecht gemacht. Aber das fordert natürlich maximale Konzentration. So, da hinten habe ich gesehen, beim Offscreen herumgehen, da gibt es ein Book of Death und im Book of Death soll man ja lesen. Dazu müssten wir aber die Truppen da besiegen. Und ich weiß nicht, ich möchte vorher eigentlich schon noch ganz gerne den Great Forest zumindest noch aufdecken. Und den habe ich auch noch gesehen. Den Schaman Carrick, den kennen wir doch noch, oder? Erinnert ihr euch noch? Ich glaube, das war der, wenn ich mich nicht ganz täusche, der uns die Riesenschildkröte raufgehetzt hat. Und jetzt will ich mal gerade schauen, was der noch so auf Lager hat. Falls da ein Kampf ist. Moment. Ich kann nicht abbrechen. Das ist deppert. Ich wollte jetzt eigentlich nur meine Rage-Maske benutzen. Moment, dann lade ich noch einmal kurz. Ne, lasst es mir nicht. Okay, Now Karaktik Revenge. Okay, jetzt nimmt der Rache an uns, dass wir da irgendwie seine Pläne da jetzt mal vereitelt haben. Me's very strong shaman now. Have crystal of peace. Now remember big ancient magic and turn you into toad. Okay, kann uns in einen Frosch oder sowas verwandeln und hat dann mega uralte Magie. To turn yourself into a toad. Ja, wir können ihn noch verarschen. Oder einfach just you try it. I do know some big spells. For example, I can make the stars fall onto your head. Also wir selbst besitzen auch riesige oder tolle Zaubersprüche und können Sterne auf ihn niederprasseln lassen. Nö, ich würde jetzt da gar irgendwie nicht kämpfen. Ach. Ich glaube, der Kampf ist unvermeidlich. Oh, was war das? Was war das jetzt? Lightning. Und was? Dancing Axes. Aha. 20 Schamanen. Okay. Schaut aber so aus, als könnte man schaffen, oder? Moment. Das ist, glaube ich, echt ein machbarer Kampf. Mal die Katapulte weghauen. Dann. Ja, noch einmal einen Zauber. Dann können wir jetzt Black Hole benutzen. Ich meine, ein Zyklopen verloren. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht ideal, aber im Prinzip egal. Wenn wir ihn da auf jeden Fall aufs Maul geben. Okay, das war nochmal megamäßiger Schaden. Und schon schaut es eigentlich ganz machbar aus. Was sind das da? Orks, die können die nur laufen und machen so normalen Schaden. Na gut, das ist jetzt nicht die Welt. Na, gehst einen Schritt vor. Machst jetzt maximalen Schaden darauf? Nein, noch immer nicht. Aber daher. Na gut, dann haust Katapulte um. Ja, der speedet jetzt vor. Gut, die Kanoniere sind egal. Wenn die Kanonenfutter sind, das ist mir am liebsten. Ja, ja, sehr schön. Ha, dummer Gegner. Die Polarbären, die probieren da am Rand entlang zu tänzeln, damit die da reinprügeln. Die kann ich mir auch noch sehr gut nachkraften, also das ist kein Problem. Wenn ich von denen auch ein bisschen verliere. Okay. Dann könnte der jetzt dann Schamanen töten. Ja, ich würde sagen, der tötet einen Schamanen, oder? Ja. Und du noch einen Wespenschwarm auf die Katapulte. Ja, die Katapulte da, glaube ich. So, was benutzt du jetzt? Wurzeln. Gut, Wurzeln ist eigentlich nichts Schlimmes. Das sind ganz in Ordnung. Nachher da hinten nochmal eine Preußencloud rein. Und als Zaubersprüche die Bombe vielleicht auf die Katapulte. Ich glaube, die kriege ich die Runde weg. Lass mich schauen. Ja, die kriege ich weg. Sehr schön. Zack. Und zack. Gut, damit sind nochmal die Schamanen einfach instant down. Auf die wäre jetzt blind vielleicht noch ganz gut gewesen. Jetzt geht es ja sicher einen Schritt zurück. Ich hoffe, dass die jetzt nicht so weiterlaufen, die Runde. Nein, ich wollte die Katapulte attackieren. Und jawohl, er kriegt jetzt soweit. Sehr schön. Gut, du gehst daher. Ja, Kanoniere sind egal. Kann ich notfalls auch die Bogenschützen dann da jetzt einmal nachkaufen. Boah, der kann aber wenig weit gehen, wenn Running einmal vorbei ist. Oder sind die. Ah, die sind verlangsamt wegen Wurzeln, genau. Gut, du gehst
Was ist das da eigentlich? Das sind also Bogenschützen, die was irgendwie eingefroren sein. Ah, doch, die Eisexplosion, okay. Okay, dann kommt er jetzt noch ran und sie würde jetzt ganz gerne als Blocker benutzen. Also die sie und die Giganten, die könnten die, glaube ich, ganz gut wegblocken. Dazu machen wir mal aus ihm da ein bisschen einen Schwächling, indem wir Attack, Defense, Health und so weiter reduzieren. Ja, dann vielleicht das Flammenschwert nur in ihn reinhauen. Ja, oder Gizmo benutzen. Na, Flammenschwert einfach da mal aufs Katapult. Und dann würde ich mal sagen, es geht da wieder einen Schritt da so zurück. Und jetzt aufs Katapult, genau. Wow. What the? Was war das jetzt? Was? Lightning inflicts area damage. Einfach 3300 Schaden an den End. So viel zu meiner Blockstrategie. Was war das jetzt wirklich megamäßig? Abartig, abartig hoch 3. Somit die Verluste jetzt einfach enorm wegen einem komischen Zauber. Ich hoffe, dass die Belohnung dann wenigstens gut ist, wenn ich ihn da umhaue. So, jetzt habe ich kein Mana mehr. Das ist jetzt dumm. Magic Spring vielleicht nächste Runde mal noch benutzen. Ja, für 23 Hitpoints da jetzt so rein attackieren. Nein, mach schon eher so. Okay, und jetzt hat. Ne, mach mal. Das ist schwierig. Charge es vielleicht mit etwas Glück. Ja. Ja, gut, die Bären könnten es vielleicht holen, wenn Entangle. Na, oh Gott, Entangle hält nur ewig. Zyklopen können die Rage Points holen.